Fisch. Wer hätte gedacht, dass Ben Becker noch größere Arschlöcher anmoderieren kann als die bösen Onkels? Nämlich uns. Beim Bonkers am Bonkerstag für Trash Talk Folge 4. Ja. Ben Becker für uns. Krass. Toll, ne? Das war bei irgendeinem Festival, ne? Das war ein eigenes Konzert. Ein eigenes Live-Konzert. Von uns? Ja. Wir sind auch eine Band. Wir auch noch nicht, aber ja. Wir haben es vor. Ja, weißt du, wer noch ein größeres Opfer ist als Ben Becker? Du? Ja. Gut geraten. Und zwar, sehr gut, und zwar Social Media Opfer. Ich habe wieder mal Scheiße auf Facebook gebaut und habe da was total Dämliches gepostet und habe da so einen kleinen Shitstorm geerntet. Aber ich hatte den Retter in der Not und zwar den guten Flo. Le Floyd? Ja, Le Floyd. Der hilft bei sowas immer, der kennt sich aus mit sowas. Mit Shitstorms? Ja, wie man die bewältigt. Ach so, ja. Okay. Und, der hat mir geholfen, mir den Kopf gewaschen und mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Was hast du denn gemacht? Können wir angucken. Wollen wir? Okay. Ja. Hallo, Dudes und Dudins. Sag mal, Felix, was soll die Scheiße mit diesem Selfie in dem Finger im Abzug? Ja, ich wollte cool wirken für Leute auf Facebook da draußen. Du regst dich auch nicht auf, wenn Johnny Depp ein Bild von sich postet mit dem Finger im Abzug von der Toilette. Du vergleichst gerade mit Johnny Depp, dem Superstar. Du glorifizierst mit diesem Bild das Abspülen meiner Toilette. Das ging gar nicht. Ja, was du wissen musst, ich habe vorher bei der Toilette ja auch den Gas-Blowback-Abzug entfernt. Da ist kein Spülkasten mehr drin. Okay, ich glaube, du hast deine Sache gelernt, Felix. Danke, Flo. Immer gerne. Ich habe noch was für dich. Ich habe eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Hier, eine kleine Notiz von mir. Ah, ich soll deine T-Shirts kaufen. Ja, alright! Netter Junge. Erstmal durchatmen. Hat er dich gerettet, das ist schön. Es ging gerade noch gut. Nicht, dass du voll verhasst wirst in der YouTube-Szene, Facebook-Szene und gibt's MySpace noch? Ja, aber da bin ich eh schon verhasst. Achso, okay. Ja. Weißt du, generell mein Geheimtipp sowieso ist eigentlich Le Floyds Facebook-Seite generell, weil da könnt ihr alles lernen, wie man mit Shitstorms umgeht, wie man damit nicht umgeht und was für Taktiken es gibt, schlechte Postings zu verschleiern. Ja. Ja. Das ist doch schön. Ja, und es gibt noch viel mehr tolle Sachen aus der YouTube-Szene. Gibt's wieder YouTube-News? Ja, es gibt wieder YouTube-News und dieses Mal noch mehr News, noch mehr krasse YouTuber, weil euch die letzte Folge auch so gut gefallen hat. Mhm. Dieses Mal unter anderem mit Gronkh, mit Joyce. Marie Meimerk? Nee. Geil. Gut, ne? Ja. Dann gucken wir noch mal rein. Guten Abend. Broadmarkt.de berichtet über den deutschen Let's Player ungespielt und seine Angst davor, am Tag nach draußen zu gehen. Damit ist er nicht alleine. Unseren Recherchen zufolge reiht er sich in eine Reihe illustrer Personen ein, die immer seltener am Tag nach draußen geht. Unseren Informationen zufolge gehen ebenfalls Vampire, der Glöckner von Notre Dame, Frankensteins Monster und DVD-Kritik immer seltener am Tag nach draußen. Schlimm das Ganze. Paintball. Am 21. Juni 2014 fand das erste große YouTuber-Paintball-Turnier im Rahmen der Battleport-Challenge statt. Dort beschossen sich Szenegrößen wie Alexi Bexi, Hey Aaron und Mr. Trashpack mit ihren täuschend echt aussehenden Waffen. Für die zweite Runde haben wir bereits eine kleine Vorschau für Sie vorbereitet, den wir dort gerne sehen würden. Grabungen von Archäologen haben nun das wahre Alter von Joyce Ilk zutage gebracht. Bereits letzte Woche machte YouTube-Shooting-Star Hey Aaron auf das wahre Alter von Joyce Ilk aufmerksam. Dies konnte nun bestätigt werden. Laut Radiokarbon-Untersuchungen ist Joyce älter als die Erde selbst. Weitere Untersuchungen konnten interessante Informationen hervorbringen. Unter anderem ist Joyce Ilk so alt, sie hat die Handynummer von Karl dem Großen. Unter anderem ist sie so alt, dass sie die Feuerwehr braucht, um die Kerzen auf ihrer Torte zu löschen. Und die letzte Information, sie ist so alt, sie hat einen Gehörschaden vom Urknall. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten der Woche. Ponk hat neue Moderatoren vorgestellt, die optisch besser zum Inhalt des Kanals passen. In China ist der erste Let's Play-Kanal online gegangen. Und
Die Moderatoren von Bonkers wurden in die Hall of Fame aufgenommen. Oh, ich sehe gerade jetzt einen Kaffeefleck auf meinem Zettel. Es handelt sich um die Hall of Shame. Warten Sie, ist noch ein kleiner Milchfleck. Es handelt sich um die Spastis von Bonkers. Ich korrigiere meine Meldung von vorher. Die Spastis von Bonkers wurden in die Hall of Shame aufgenommen. Unseren Glückwunsch an die Jungs. Wow, ich hätte nie gedacht, dass Joyce schon so alt ist. Ich auch nicht. Aber wir sehen älter aus, was so unsere Abozahlen, Facebook-Likes und so angeht. Schönen Gruß an Joyce. Hi. Wobei, die hat schon Nachtruhe jetzt, oder? Im Altenheim. Oh, wahrscheinlich, ja. Bettpfanne. Und? Sonst so? Stimmt, wir wollten euch fragen, was ihr so sehen wollt an Einspielern und Videos, die wir so reinschneiden. Also gefällt euch der Witz der Woche gut? Den hatten wir letzte Woche. Genau, Thomas Müller. Ein so ein Typ hat es nicht verstanden, glaube ich, oder? Hast du das auch so interpretiert? Ja. Genau. Genau, was wollt ihr sehen? Schreibt es uns. Oder was wollt ihr nicht mehr sehen? YouTube-News kommen sowieso immer. Und von daher, genau, wir haben uns was Neues ausgedacht. Sport-News, Sportnachrichten. Richtig flache, fachmännische Sportnachrichten. Schauen wir mal rein, oder was? Ich freue mich sehr drauf. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Nun zum Sport. Prognose für die Glaubens-WM. Oliver Kahn und Abel 1 sind sich seit gestern Abend mal so richtig sicher. Lahm wird gehen, Bela Nazareti wird kommentieren und Römer Klose siegt mit Löws Unterstützung. Leider gelang es uns nicht, den Nationaltrainer zu interviewen. Den kriegst du nicht zu fassen. Der hat's immer heilig. Diese Meldung wurde gesponsert von Bethlehem & Win. Barschkippball. In der NBA kündigt sich ein dicker Fang an. Superstar Guppy Bryan bot sich die Wahl, zu den San Antonio Spurs oder den Milwaukee Bucks zu wechseln. Eine Karriere bei den Forellas Mavericks käme für ihn allerdings nicht in Frage. Keine leichte Entscheidung. Curling. Die neue Trendsportart aus Haiti lockt vor allem Frauen. Maishockey. Ärger auf dem Feld. Die immer dünner werdenden Spieler vermähdreschen sich gegenseitig. Berichten von Saat1 zufolge gehen Manipulationsvorwürfe herum. Wir werden das weiter beackern. Und zum Schluss Fußball-WM. Für Andrea Pirlo und seine Kollegen gilt eine Reise gen Italien. Also ganz ehrlich, anscheinend hat dich die Rede von Ben Becker ein bisschen motiviert, weil es war das erste Mal, dass du das gut gemacht hast in 4 Folgen. Ich würde es gerne nicht sagen, aber vielleicht kommt irgendwann der große Tag. Nein, du warst heute auch super. Danke. Ich finde, du siehst auch gut aus heute. Ich habe das mit Fleck angezogen. Das stimmt. Was uns jetzt interessiert ist, hat es euch auch so gut gefallen, wie mir es gefallen hat? Schreibt es in die Kommentare, weil dann würden wir es nämlich lieben gerne nächste Woche wieder machen. Und schreibt uns einen Namensvorschlag für das Format. Irgendwie Sport vom Fachmann, Sport vom Flachmann, wie auch immer. Irgendwas Cooles. Uns fällt nichts ein. Wie immer. Wir sind ein bisschen im Stress, ne? Weil gleich kommt Deutschland gegen USA und ich würde das ganz gerne angucken. Deswegen war es auch schon von der 4. Folge von Trash Talk am Bonkerstag. Wir hoffen, euch hat es gut gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder am Bonkerstag. Tschüss. Auf rein, ciao.